Wir stehen an der Bar in der Almhütte Cottbus und zwar blicken wir auf die nächsten zwei Partys im November. Und es geht los mit der Altstadtnacht. Mit der Altstadtnacht, also altbekannt und super Veranstaltung. Alle Gastronomen sind mit eingebunden, da freue ich mich sehr drauf. Es wird eine Menge los sein wieder. Wir haben eine coole Band aus Sachsen da, die querbeet spielt und mit den Leuten, denke ich, eine sehr gute Party machen wird. Und das ist eine schöne Verbindung für alle Gastronomien. Wird toll. Sollte man dabei sein. Stimmung, Abend genießen. Absolut. Und was auch schön ist, es sind ja nicht nur Cottbusser, das sind auch ganz viele, die aus dem Umland mit dazukommen. Also eine schöne Mischung auch an Leuten, finde ich. Wunderbar. Und wir blicken eine Woche drauf. Eine Woche drauf. Da ist Après-Ski trifft Karneval. In diesem Fall war es der 11.11., wo wir feiern. Wir haben sogar auch richtig Karnevalsvereine hier, die selber mitfeiern sogar aus Cottbus. Die sagen, wir haben an dem Tag keine Veranstaltung, wir kommen selber mit dazu. Das ist cool. Also es wird eine sehr bunte Mischung. Wir haben nicht nur den DJ Bandi dabei, wie der also traditionsgemäß immer bei den Sachen mit da ist. Das ist ein Original-Malle-DJ. Der kennt auch alle die Malle-Stars persönlich. Wer da eine Frage hat, kann den fragen. Der kennt alle Antworten dazu. Und wir haben Buddy da. Buddy, das Original, der mit seinem Hit Ab in den Süden, wurde auch abgewandelt, Ab in den Norden, mit dabei sein wird. Oh, wir kommen, Sonnenschein, wie viele Stunden werden wir auf dieser Hütte sein? Der hat aber auch viele andere Sachen im Repertoire und macht eine sehr gute Party. Ja. Rahmenprogramm drumherum, wie immer, Essen möglich. Richtig, wie immer. Bedienung am Tisch mit dem Essen, also man kann sich gut vorbereiten, wie immer hier und dann die Party genießt. Tickets auch hier im Vorverkauf? Auch im Vorverkauf. Und wer sich absichern will, wie gesagt, kann das, damit er dann bei der Armkasse nicht anstehen muss, einfach durchgehen kann. Kann man dann schon vorher machen. Ist ganz clever. Wunderbar. Wieder viel los in der Almhütte, deswegen abchecken und einfach vorbeikommen. Party machen. Yeah.